Hi, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu einem neuen, weiteren Video von mir. Und zwar war ich auf der Suche nach einer Palette, die es von Maybelline jetzt im DM gibt. Und zwar ist das diese The Nudes von Maybelline. Das ist diese Nude-Palette hier. Ja, von hinten sieht es so aus. Und hat eben diese wunderschönen Nude-Farben. Und ich finde die einfach total schön, weil es einfach mein Beuteschema ist. Von hell bis dunkel, von schimmernd bis matt. Also das sind jetzt 1, 2, 3. Ja, also semi-matt sind es. Also ganz matt sind die nicht. Nee, das ist, dass die eben mehr Schimmer haben, die anderen weniger. Also das ist so variiert, das sehe ich jetzt gerade erst. Ah ja, also ich habe die jetzt noch nicht benutzt, auch noch nicht geswatcht. Ich werde jetzt mit euch zusammen ans erste Mal ja auftragen. Also ich habe jetzt schon vorgrundiert mit Foundation und so weiter und so fort. Steht aber alles unten in meiner Infobox, also schaut da gerne mal drauf. Und ja, ich habe mir jetzt noch keinen Plan gemacht, wie ich jetzt hier die Farben auftragen werde. Aber ja, das mache ich jetzt sehr spontan. Hier nehme ich den wieder. Ja, dann nehme ich erstmal diesen normalen Lidschattenpinsel, diesen Smoke Shader 234 aus diesem Zoeva Set. Und dann gehe ich mal in was Schimmerndes, Glitzeriges in diese Farbe hier. Das ist so ein Champagnerton, würde ich sagen. Ja gut, ein bisschen krümeln sie. Aber ja. Achso, die Palette hat 9,95 Euro gekostet. Gab es im DM, wie gesagt. Da gibt es noch eine wohl von L'Oreal. Die soll, glaube ich, fast 20 Euro kosten. Die habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Weil ich einfach die von Yard & Maybelline gerne wollte. Und deswegen habe ich mir jetzt die von L'Oreal nicht angeguckt. Und ja, ich gebe mir das jetzt quasi hier aufs bewegliche Lid, diese Champagnerfarbe. Und ich finde die schon mal sehr schön. Ich muss ja auch echt sagen, dass ich von Yard & Maybelline schon lange nichts mehr hatte. Außer jetzt die diese Color Tattoos. Ich hatte früher wirklich ein Foundation, Mascara und so weiter. Aber irgendwie hat es nachgelassen in Jahren. Da habe ich gar nicht mehr so zu dieser Marke gegriffen. Ich weiß auch nicht warum. So, das ist jetzt erstmal dieser Schimmerton. Gefällt mir schon mal. Dann gehen wir mal. Wohin gehen wir denn mal? Ja, wohin gehen wir? Gehen wir mal in das Braune hier rein. Das ist so ein semi-mattes, leicht schimmerndes Braun, ja. Und dann geben wir das mal in die Falte rein, ja. So. Sieht doch schon mal schlecht aus. Ein bisschen besser könnten sie schon pigmentiert sein, finde ich. Schade. Es ist nur so leicht pigmentiert, aber man kann ja schichten. Ne? Ich denke, es gibt weitaus schlechtere. Ich denke, das geht noch, aber ein bisschen mehr Rumsdums hätte es auch getan. Aber na gut, man kann nicht alles haben. So, vor allen Dingen halt nicht in der Drogerie, ne? Ja, es ist okay. Es ist eben dezent, sagen wir es mal so. Es ist halt so. Ja, was machen wir uns nichts vor? So, da ich das aber noch etwas dunkler hätte in der Lidfalte, ja, nehme ich mir jetzt hier dieses Grau und dippe dann nochmal mit demselben Pinsel rein und dann
unterstreiche ich nochmal meine Lidfalte. Ja, das ist besser, genau, dass das hier nämlich ein bisschen mehr Tiefe kriegt, dass das nicht so ganz so nackig aussieht. Ja, genau, dass ich hier ein bisschen mehr habe. Jawohl. Ja, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ja. Sehr gut, ja. So, jetzt nehme ich mir einen anderen Pinsel. Ach, ihr Leutchen, den von Essence. Dann betone ich mein äußeres V mit diesem bräunlichen Bronze Gedöns. So, dann tupfe ich mir das hier außen hin. Ja, also ich finde die eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. So für, ich denke mal, Smoky Eyes kann man damit bestimmt auch schminken. Denke ich mal. Also daran wird es ja wohl nicht scheitern. So. Genau. Jetzt nehme ich mir einen Blendepinsel und dann gehe ich hier in diese Farbe hier rein und highlighte mir hier so ein bisschen am unteren braunen Augenbrauenbogen und dann verblende ich das hier so ein bisschen. Genau, mache ich das an der anderen Seite auch. So ein bisschen verblenden. Also ich finde es gar nicht so schlecht, diese Palette. Müsst euch die echt mal angucken. Aber da gab es, glaube ich, keine Tester im DM. Nee. Ich habe jetzt quasi die Katze im Sack gekauft. Aber schlecht ist es nicht, finde ich. Nö. Also ich finde es nicht schlecht. Jetzt nehme ich nur noch mal diesen Pinsel von Anfang. Und hier habe ich so eine schöne goldene Farbe und die tupfe ich mir jetzt noch aufs bewegliche Lid so vorne hin, weil ich die so schön finde, dieses Gold. Ja, so leicht vorne hin. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen, aber ich glaube, das Licht ist heute gut. Meine Softbox tut sein Gutes bei diesem trüben Tassenwetter wieder. Gestern war es ja auch nicht so schön und jetzt pisst's. Naja. So. Dann nehme ich. Was nehme ich denn jetzt genau? Nehme ich diesen und gehe in das Schwarz und versuche mir dann mal so einen Lidstrich umzuziehen. Geht auch sehr gut. Ja, der ist gut. Ja, dieses Schwarz ist nicht schlecht. Ich ziehe mir ja selten mit einem schwarzen Lidschatten einen Lidstrich, aber das ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Ja. So. Das ist mal das. So. Jetzt betonen wir noch den unteren Wimpernkranz. Da nehme ich denselben Pinsel und gehe in. Oder wohl. Nee, Moment. Dann nehme ich lieber meinen braunen Stift von Catrice. Ja, diesen hier und den auf der Wasserlinie
Nehme ich erstmal den für die Wasserlinie. Stil Nummer 100 Pearly Bird von diesen Long Lasting Eye Pencil von Catrice. So. So, und dann nehmen wir die aus der gleichen Serie, die 050 Brown Town Girl, und geben das quasi auf den unteren Wimpernkranz. Auf. Das wäre das. So, dann tuschen wir die Wimpern mit der Wild Mega Volume Mascara von Max Factor. Ja. So. Dann. Ich finde, die gibt schon ein echt mega Volumen. Ich bin echt froh, dass ich die damals in der Müllerbox hatte. Ich bin echt gespannt, was in der Rossmann-Box drin ist. Ich hatte ja Glück für Mai. Bin ich echt gespannt. Und ich bin natürlich auch gespannt, was in der Glossy-Box ist. Die müsste ja auch so. Ja, nächste oder übernächste Woche müsste die eintrudeln. Bin ich so gespannt, ey. So. Das war die erste Schicht. Quatsch. Das eine Auge ist die erste Schicht. So. Hoppla. Das war ein Hickerchen. Hui. Naja. Bevor jetzt wieder die Meckerköppe ankommt, das ist normal, dass man das hat. Ja. Das ist normal. Außerdem habe ich nicht gerülpst. Ich hatte nur ein Hickerchen. Ein Hickerchen hatte ich. Mal rülpsen, das mache ich nicht vor der Kamera. Gut. Das mache ich nicht. Ich glaube, da gibt es andere, die das aus der Seele tun. So, Lille. So, das sind jetzt die Wimpern mit dieser, Mascara, also ich kann die echt nur empfehlen. Ich finde die echt super. Die macht tolle Wimpern. Ja, einfach nur schön. So. Und dann nehme ich meinen Matte Bronzing Powder Sun Glow Darker Skin in der 020 Deep Bronze von Catrice. Und tue mir dann ein bisschen das Gesicht aufwärmen, dass man an diesem grauen Tag etwas frisch aussieht. Man will ja nicht aussehen wie Frankenstein, ne? Oder wie 10 Tage Keller oder ja. Nee, Quatsch. So, dann nehme ich noch einen Blush und zwar von Catrice, der Illuminating Blush in der Farbe 010, I'm Nudes About You. Ja, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Das ist auf jeden Fall dieser schöne Blush.
schön klopfi-klopfi machen, dass man nicht aussieht wie ein, ne? Ja, da kann man sich doch leicht overblushen, obwohl die Kamera schluckt ein bisschen was. Ja, ich denke, das reicht nachher. Ich will ja das nur leicht haben. Genau. So, dass wir ein bisschen schimmern, nehme ich diesen So Glow Highlighter in der Farbe 10. Look on the bright side. On the bright side of life. Okay, ich auf. Ich mag das Lied nicht. Wieso mache ich das jetzt? So. Dann betonen wir noch die Lippen. Zwar nehme ich hier von Pure Lips aus der Karl. Meine Güte! Pure Color Lipstick Reihe jetzt von P2, die 010 Rodeo Drive, die gibt es ja leider nicht mehr. P2. Dann geht mir das hoch, weil das unterstreicht diesen Nude Look etwas. Deswegen habe ich den jetzt gewählt. Ja, der ist echt gut. Solltet ihr den haben, kramt den unbedingt mal raus. Der ist echt wirklich sehr schön. Ich mag den total. Sonst glänze ich wie ein Fischschwanz. Wie eine Speckschwarte. Naja, gut. So, meine Lieben. Das war mein Look mit dieser neuen The Nudes Palette von Maybelline. Ich finde die wirklich ganz gut, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht. Und ja, für den Preis, für 9,95 finde ich das absolut in Ordnung. Gefällt mir und ja, wenn euch das zusagt, guckt euch die unbedingt mal an. Ich finde die echt schön. Da kann man viele schöne Looks damit schminken. Und ja, einen habe ich ja schon mal für euch geschminkt. Ja, vielleicht, ja, falls ihr die habt oder euch die holen wollt, könnt ihr den ja nachschminken. Ich finde es wirklich schön. Erinnert so ein bisschen an die Nelke 2 so ein bisschen. Eine leichte Anlehnung. Ist jetzt kein direktes Dupe, aber es erinnert mich irgendwie dran. Und ja. So, meine Süßen. Dann verabschiede ich mich und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video hoffentlich wieder. Und dann bleibt mir gesund und gewogen. Und dann bis zum nächsten Mal. Muah.